Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einem Let's Talk von mir, eurem lieben Odo. Jetzt haben wir 1,5 Wochen fast Pause gehabt, wegen der Osterferien. Das war ganz okay. Ich habe recht wenig gespielt, aber also ich habe Edna bricht aus, mehr oder weniger fertig gespielt. Und es wird nur noch ganz, ganz wenige Uploads für Edna bricht ausgeben, weil ich bin eigentlich schon fast fertig. Deswegen sollten wir uns gemeinsam überlegen, was machen wir als nächstes. Ich habe mir gedacht, ich werde genauso wie Edna bricht aus jetzt immer hinter meinen Strategiespielen, die der Hauptpunkt sein werden, ein Adventure oder ein Rollenspiel spielen, dass ich halt so alle paar Tage ein Update mache. Ein Freund von mir hat gemeint, ich solle Monkey Island spielen. Das kenne ich nicht, ist schon uralt und ich habe keine Ahnung, ob es gut ist oder nicht. Ich glaube, es soll recht witzig sein und es soll auch sehr verdreht sein, was die Story angeht. Ich persönlich bin aber, weiß ich nicht, bin jetzt nicht so ein großer Freund von Monkey Island, glaube ich. Weiß ich nicht, ob ich noch ein Adventure nämlich machen will. Ein zweites Adventure würde sich auch anbieten. Das kenne ich auch mehr vom Hörensagen. Das soll auch sehr witzig sein, das ist auch im Comic-Stil. Das würde also auch ganz gut in die Richtung Monkey Island oder Edna bricht auspassen, und zwar wäre das Sam & Max. Und zwar das erste Sam & Max, und zwar Sam & Max Hit the Road oder so irgendwie heißt das. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, Hit the Road. Die späteren Sam & Max sind so im 3D-Stil und jetzt nicht unbedingt meins, aber das ist erste Sam & Max. Schaut recht witzig aus und ich glaube, es war auch recht lustig, soweit ich das beurteilen kann. Aber neben diesen beiden Adventures würde es sich auch anbieten, dass man ein Rollenspiel macht. Und auch da möchte ich eher alte Sachen machen, weil ich meine, das Neue, da gibt es eh tausende Let's Plays dazu. Also wieso sollte ich irgendein ein Skyrim oder sonst irgendein Rollenspiel spielen, das eh hunderttausende Leute schon gespielt haben? Und da gibt es zwei Rollenspiele, die mich persönlich sehr ansprechen. Beide kenne ich aus einer Zeit, als ich noch relativ viel Computer gespielt habe. Also nicht, dass ich jetzt wenig Computer spielen würde, auch jetzt tue ich das noch recht viel. Aber damals habe ich einen Haufen Zeug gespielt und beide habe ich angespielt und beide sind eigentlich recht witzig. Und das eine wäre Fallout, und zwar nicht das Vierer, das es derzeit überall gibt. Auch da könnt ihr euch einen Haufen wunderschöne Let's Plays anschauen, sondern das Zweier. Das Zweier ist ein ausgezeichnetes Spiel, soweit ich mich entsinnen kann. Ich kann mich nicht gut entsinnen und ich habe auch nicht sehr viel davon gespielt. Auf jeden Fall war es sehr witzig und es war, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Das Szenario ist einfach grandios, also dieses nach dem Dritten Weltkriegs-Szenario. Man kommt aus dem Shelter heraus und versucht für seine Lieben etwas Gutes zu tun. Achso, nein, es ist Fallout 1, Fallout 2, da ist man schon heraus. Gut, das wäre mal Fallout 2. Das wäre eine Möglichkeit. Und das zweite Rollenspiel, das ich ebenfalls angespielt habe und das auch grandios ist, weil es sowohl gut als auch böse spielbar ist. Das wäre Arcanum. Ich weiß nicht, der Untertitel ist irgendwas wie von Maschinen und Magie oder so. Das ist ganz nett, weil es ist ein Steampunk. Steampunk gefällt mir extrem gut. Es ist ein Genre, das mir wahrscheinlich sogar noch besser gefällt als dieses nach Dritter Weltkriegs-Szenario von Fallout. Wir können sowohl technologisch spielen als auch magisch spielen. Sollten wir uns dafür entscheiden, mache ich noch eine Abstimmung, ob wir einen Technologen oder einen Magier spielen und ob wir gut oder böse spielen. Das ist tatsächlich möglich einzustellen und man kann beides durchspielen. Und es funktioniert beides. Ich habe damals eine Kampagne mit einem Magier gespielt, relativ
relativ lang, also ich weiß nicht, ein paar Stunden werden es schon gewesen sein, also relativ lang ist das vielleicht nicht. Das Spiel selbst geht, glaube ich, sehr lange. Ist eine ausgesprochen große Welt, die man da durchlaufen kann. Und ich persönlich bevorzuge eigentlich Arcanum. Ist genauso wie Baldur's Gate oder eben auch Fallout, so in diesem isometrischen, von rechts oben gesehenen Bildschirm. Das Schöne, was mir sowohl an Fallout als auch an Arcanum gefällt, ist, man muss nicht Echtzeit kämpfen, darin bin ich nämlich echt mies, sondern man kann es pausieren und rundenbasiert kämpfen. Also bei Arcanum kann man zumindest rundenbasiert kämpfen und ich glaube eigentlich auch bei Fallout. Gut, ja, das waren meine Vorschläge. Wir können also entweder Fallout oder Arcanum oder Monkey Island oder Sam & Max in die nach unten, also in die Kommentare. Schreibt mir bitte rein, was ihr gerne sehen wollt und das schauen wir uns dann an. Ja. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis zu meinen anderen beiden Let's Plays. Also das Imperialism werde ich natürlich weitermachen. Das läuft recht gut. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich das Spiel gewinnen werde. Es kann durchaus sein, dass ich dann auch fertig gemacht werde. Aber das andere, Stellaris, obgleich das Spiel wirklich gut ist und es mir teilweise auch Spaß macht, das zu machen, spielen, hat es einige Nachteile für Let's Plays. Es ist mehr oder weniger stundenlang, wo nichts passiert und eigentlich, vielleicht spiele ich das so einfach weiter und zeige euch dann irgendwann einmal von weiter hinten, wie es weitergegangen ist. Aber ich glaube, da werde ich nicht weiter aufnehmen. Deswegen werde ich irgendwann einmal in nächster Zeit ein anderes Sci-Fi-Strategiespiel dazu nehmen. Ich glaube, ich werde tatsächlich meinen YouTube-Kanal auf alte Spiele spezialisieren. Also nicht nur historisch, so wie Victoria oder Imperialism, sondern wirklich alt auch. Ebenso wie Edna bricht aus, also Spiele, die mindestens 5 Jahre alt sind. Das ist in der Spielebranche eigentlich schon uralt. Oder noch älter eben. Teilweise eben auch Sachen, die für mich neu sind. Und ich glaube, ich werde ein Strategiespiel spielen, das ich noch nie zu Ende gespielt habe, das ich aber auch ein paar Mal gespielt habe als junger Mensch. Und zwar XCOM. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber wenn ich es dann hochlade, werdet ihr es schon sehen. Okay. Und ganz zum Schluss nochmal ein wenig Werbung. Ja, Werbung. Das habe ich die letzten paar Male ja auch gemacht. Die letzten paar Male habe ich Werbung für ein Spiel gemacht. Dieses Mal für ein Buch, das ich gerade lese. What If? Ja, kann man sehen. Ja. Was wäre wenn? Von Randall Munroe. Gesehen? Ja. Randall Munroe ist jemand, der schreibt auch ein Webcomic und zwar XKCD. Ich werde unten im verlinken seine Website, ein wirklich teilweise recht witziges Webcomic. Es ist sehr Physik- und Mathematiklastig und auch das Buch ist ein wenig Physik- und Mathematiklastig, aber es ist extrem witzig, weil es geht darin darum, irgendwelche hypothetischen Fragen wissenschaftlich zu beantworten. Vielleicht ein kurzer Blick ins Inhaltsverzeichnis. Ein paar, also ich bin noch nicht ganz durch, aber ich habe jetzt zum Beispiel schon brumm, 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 brumm. Zum Beispiel schon das Kapitel U-Boot im Weltall. Was würde mit einem U-Boot passieren, wenn es in einer Umlaufbahn um die Erde wäre? Oder wie gefährlich ist es, in einem Abklingbecken für radioaktiven Abfall zu schwimmen? Das finde ich besonders lustig. Ja, wer es lesen möchte, bitte kauft es euch. Ich kriege kein Geld von denen. Oder schaut euch zumindest das Webcomic an.
Okay. Jetzt habe ich schon irre lang gesprochen. Vielleicht lasse ich das Let's Talk überhaupt so alleine stehen und lade dann das Aetna-Bericht aus nachher rauf. Schauen wir mal. Ich glaube, nur Let's Talks verkaufen sich auch besser bei meinen Fans. Fans. Diese ganzen Schwammern, die nichts Besseres am Wochenende zu tun haben, als meine Videos anzuschauen. Gut, Schwammern, bis dann.